Hallo Menschen, Bookmarkt hat mich freundlicherweise zum Probleme eines Buchnerds-Tag eingeladen. Vielen Dank dafür. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich damit teilweise wirklich Probleme habe, aber das werden wir dann herausfinden. Frage Nummer 1. Du hast 20.000 Bücher auf deinem Sub-Stapel ungelesener Bücher. Wie in aller Welt entscheidest du, was du als nächstes liest? Das fällt mir tatsächlich überhaupt nicht schwer. Also ich stehe selten vor dem Regal und weiß nicht, auf was ich Lust habe. Es kam schon mal vor, aber passiert so gut wie nie. Meistens kann ich meinen Geschmack so gut einschätzen, dass ich mir am Anfang des Monats schon einen Stapel rauslege, nochmal extra, und genau weiß, ja, ich werde nach der Gegenwartsliteratur Lust auf Science Fiction haben und dann nochmal Gegenwartsliteratur, dann vielleicht ein Klassiker. Und das passt so gut, dass ich das dann auch genau in der Reihenfolge meistens lese. Wie ich das so mache, auf Stimmung, also ich bin ein Abwechslungsleser auf jeden Fall und das ist für mich leider, leider überhaupt kein Problem. Also zweite Frage. Du bist bei der Hälfte eines Buches und magst es einfach nicht. Hörst du auf oder liest du es in jedem Fall zu Ende? Das ist eben die einzige Frage, die für mich ein Problem betrifft. Ich habe große Probleme damit, ein Buch abzubrechen, obwohl ich mir im Nachhinein ganz oft sage, es wäre das Bessere gewesen. Und ich bin aktuell halt schon so weit, dass ich mir sage, es ist Zeitvergeudung. Es gibt so viele Bücher und du verschwendest Tage damit, dich durch ein Buch zu quälen, was dich nicht glücklich macht, was dir auch nichts bringt, dir vielleicht nichts erklärt oder dergleichen. Du liest es nur um des Lesens willen und das sollte für mich eigentlich nicht sein im besten Fall. Aber es kommt dann halt immer noch so ein bisschen die Hoffnung auf, es könnte ja noch gut werden, vielleicht ist das letzte Kapitel großartig und so weiter und so fort. Sachen, die jetzt auch, wenn ich es mir anhöre, nicht sehr überzeugend klingen, aber das ist tatsächlich so das einzige Problem in diesem Tag, was ich auch habe und wo ich noch ein bisschen mit mir kämpfe. Ich hatte mal eine 100-Seiten-Regel, würde da gern hin zurück, denn wenn, wie in der Frage, ich schon bei der Hälfte des Buches bin, ich glaube, dann ziehe ich es meistens durch, weil da denke ich mir schon, Hälfte des Buches ist ja meistens, sag ich mal, 150 oder vielleicht 200 Seiten. Und dann denke ich mir, ach komm, wenn du das jetzt schon hast, dann lies halt weiter. Aber würde ich gerne von wegkommen, muss ich zugeben. Kommen wir zur nächsten Frage. Das Ende des Jahres naht und du bist so nah dran und gleichzeitig weit entfernt davon, deine Lese-Challenge für das Jahr zu knacken, versuchst du noch aufzuholen. Ich habe keine solche Lese-Challenge, die eine Menge betrifft. Also ich habe mir ja auch so ein paar Sachen vorgenommen, inhaltlich und in welche Richtung mein Lesen tendieren soll, aber ich habe keine Zahl und insofern kann ich bei mir auch nicht aufholen irgendwie und ja, will das auch nicht. Ich möchte keine bestimmte Zahl erreichen, das ist mir relativ schnuppe. Punkt. Vierte Frage. Die Cover einer deiner Lieblingsreihen passen nicht zusammen. Wie gehst du damit um? Das ist mir relativ schnulli. Also ich habe zum Beispiel, zeige ich mal, meine Kingkiller Chronicles-Reihe, die habe ich in diesen Ausgaben bis jetzt und sollte irgendwann zu meiner Lebzeit nochmal der dritte rauskommen, also das ist nur so ein Spin-off. Wird das vermutlich im Hardcover gekauft, weil ich nicht auf die Taschenbücher warten möchte und dann passt die Reihe halt überhaupt nicht zusammen und das ist mir auch relativ schnulli. Ich glaube, wenn ich sie mir aktuell erst kaufe, frisch, würde ich vielleicht darauf achten, dass es dieselben sind, wenn es eben dieselben gibt, aber da bin ich froh, dass ich so ein bisschen von dem Äußerlichen weg bin. Hauptsache, die Geschichte steckt da drin. Nächste Frage. Absolut alle lieben ein Buch, das dir überhaupt nicht gefällt. Was tust du? Frage 6. Du liest ein Buch und bist drauf und dran, in aller Öffentlichkeit loszuheulen. Wie vermeidest du das? Tatsächlich habe ich die ganze Zeit, während dieser Tag auch im englischsprachigen Booktube-Bereich herumging, mir gedacht, ach komm, ist doch mir egal. Bis ich tatsächlich vor kurzem mal, kurz vor diesem Moment eben war, es war nicht mal die große Öffentlichkeit, es war nur bei uns auf Arbeit in der Küche, wir haben immer eigentlich getrennt Pause. Und ich las den siebten Harry Potter, der mir dann doch noch mal ein bisschen näher ging als erwartet und hatte halt die Tränen schon in den Augen und da kam jemand hinter. Und tatsächlich fand ich das dann nicht so cool, dass ich da weinend in der Küche säße, weswegen ich halt dann aufgehört habe zu lesen, erstmal so ein bisschen tief durchgeatmet. Dann ging das natürlich auch wieder ganz normal, aber ich hätte vorher erwartet, dass mir das egal sei, war es dann aber vielleicht in der Realität doch nicht so richtig. Als nächstes dran. Es erscheint ein Folgeband einer Reihe, die du gern magst. Allerdings hast du keine Ahnung mehr von der Handlung des Vorgängerbandes. Würdest du A, das vorherige Buch einfach nochmal lesen, B, die Fortsetzung nicht lesen, C, im Internet nach einer Zusammenfassung suchen, D, in Frustration versinken? Ja, wer sollte etwas anderes tun als D? Das ist ja ganz offensichtlich. Nein, Quatsch. Also ich lese den Folgeband natürlich trotzdem. Ich versuche manchmal vorher online zu gucken, was da so steht, aber meistens sind das ja eben keine Spoiler, wofür ich ja normalerweise auch ganz dankbar bin.
Und ansonsten versuche ich mich da irgendwie immer so ein bisschen durchzuwursteln. Als wir zum Beispiel A Gathering of Shadows lasen, war es sehr nützlich, das zusammen mit Lotte Kind zu tun, denn die wusste noch ziemlich gut Bescheid aus dem ersten Band. Und ansonsten hoffe ich immer, dass dann durch die Stimmung und so meine Erinnerung langsam wieder auflebt und wenn nicht, wird sich da einfach durchgewurstelt. Nächste Frage. Du willst, dass niemand deine Bücher ausleiht. Was antwortest du, wenn jemand ein Buch von dir leihen will? Wenn du den Rücken meines Buches brichst, dann breche ich deinen Rücken. Nein, tatsächlich will ich eigentlich sogar, dass Leute sich Bücher bei mir ausleihen oder habe zumindest nichts mehr dagegen. Es ist mir inzwischen wichtiger, dass auch andere Leute die Geschichten, die ich ja liebe, lesen können, als dass halt nun das Buch perfekt in meinem Regal steht und vielleicht keinen gebrochenen Rücken hat. Das ist okay. Es geht ja zum Großteil um den Inhalt, auch wenn ich halt meine Bücher sehr pfleglich behandle, aber ja, leiht euch ruhig Bücher von mir aus. Nächste Frage dann. Du steckst in einer massiven Leseflaute. Wie befreist du dich daraus? Ich hatte seit Jahren und bewusst tatsächlich gar keine Leseflaute. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal gewesen sein könnte. Ich habe immer unglaubliche Lust auf Lesen oder vielleicht ist es mal ein Tag, da habe ich halt eher Lust auf Netflix oder dergleichen, aber das ist ja noch keine Leseflaute und insofern weiß ich auch nicht wirklich, wie man sich daraus befreit. Vielleicht einen alten Liebling lesen oder im Gegenteil etwas, was man irgendwie so gar nicht kennt, ein neues Genre mal probieren, aber das sind jetzt Tipps, die ich mir gerade ausgedacht habe, die ich noch nicht praktisch irgendwie versuchte, einfach weil ich nicht in der Situation bin. Zehnte Frage. Dieses Jahr erscheinen so viele neue Bücher, die du unbedingt lesen willst. Wie viele liest du wirklich? Ich habe auch erst dieses oder vielleicht letztes Jahr angefangen, mir überhaupt mal so ein bisschen die Neuerscheinungen anzuschauen und in Vorbereitung auf diesen Tag mal gezählt. Ich glaube, es waren letztlich 8 Bücher, die ich auch vor diesem Jahr schon kannte und eben dieses Jahr dann gelesen habe. Es sind auch ein paar andere 2016er Erscheinungen mit dabei, die aber eher zufällig passiert sind und die ich vorher noch gar nicht auf dem Radar hatte. Also ja, vielleicht 8, keine Ahnung, das mache ich noch nicht so lange, dass ich mich jetzt irgendwie vorher hinsetze und schaue, was denn rauskommt. Und die 11. Frage schließt daran an, wenn du diese Bücher gekauft hast, wie lange dauert es, bis du sie auch wirklich liest? Das kann vom selben Tag bis, ich glaube, was hatte ich mal gesagt, 7 Jahren rangieren. Also Otherland ist meine Subleiche. Und ich dachte, ich hätte sowas gesagt wie, das muss schon seit mindestens 7 Jahren raus sein. Das ist natürlich sehr selten. Also ich glaube, meistens könnte es schon so ungefähr ein Jahr sein. Ich habe aktuell zum Beispiel noch ein Geburtstagsgeschenk von Ferstantia, glaube ich, die Erzählungen von Tolstoi. Das nähert sich also langsam einem Jahr und es sind vielleicht auch noch aktuell ein paar ältere da, aber so ungefähr ein Jahr. Ja, und das waren auch schon alle Fragen. Ich möchte auch Leute taggen, die ich hier hinschreibe, denn ich habe sie mir leider vorher noch nicht ausgedacht. Von den Kommentatoren, wenn ihr mir auch vielleicht eine Frage, die für euch tatsächlich ein Problem darstellt, beantworten möchtet, wäre ich sehr froh darüber in den Kommentaren. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.